ich bin die Andrea vom Nature Trails Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage zu basteln, www.endlichgutesfutter.de, wo ihr nur Futter findet, welches ihr getrost eurem vierbeinigen Kumpel füttern könnt. Heute geht es aber nicht um Futter, heute geht es wieder um ein Erziehungsthema. Und zwar hält sich das immer noch recht hartnäckig und auch immer, wenn man noch googelt, liest man das öfters. Und ich höre es auch immer wieder, dass die Hundetrainer das empfehlen bzw. propagieren. Und das ist eigentlich ziemlich gruselig, weil wir doch eigentlich schon um einiges weiter sind. Und zwar wird immer noch gesagt, wenn der Hund ankommt zum Streicheln, darfst du ihn nicht streicheln. Denn anscheinend, laut einigen Hundetrainern, ist es so, dass auch einem Wolfsrudel nur das ranghöhere Tier auffordert zum Streicheln und nicht das rangniedrigere. Und wenn ihr quasi eurem Hund nachgebt und ihn streichelt, sobald er zu euch kommt, gebt ihr die Führung ab und der Hund führt dann. Das ist totaler Quatsch. Also anders kann man es wirklich nicht sagen. Es kommt immer auf die Art und Weise an. Das heißt, kommt ein Hund vorsichtig an, freundlich an, so wie die Ivy jetzt, die hat einfach nur mal geguckt, so hey, hast du Lust, mich zu streicheln? Würde dann aber auch wieder weggehen, ist das sehr höflich von dem Tier. Und dann ist es eigentlich total unhöflich von euch zu sagen, boah, nee, du bist voll doof, du kommst jetzt an und willst mich führen, hau bloß ab. Sondern entweder, wenn ihr gerade keine Lust habt, sagt ihr, nee, jetzt gerade nicht. Oder ihr streichelt euren Hund. Es wird dadurch nie irgendwie impliziert, dass euer Hund ranghöher ist. Klar, kommt euer Hund an und springt euch an und batscht mit der Pfote in euer Gesicht und sagt, boah, geil, ich bin da, streichel mich. Dann ist das extrem unhöflich und extrem respektlos vom Hund euch gegenüber. Und dann ist es definitiv so, dass er euch in diesem Moment ziemlich an der Nase herumführt, ziemlich, ich sag's mal auf gut Deutsch, verarscht und so ein bisschen den Respekt missen lässt. Streicheln ist allgemein total wichtig. Es ist zwischen Wölfen, Hunden, allgemein Rudeltieren immer wieder Körperkontakt extrem förderlich für das Sozialverhalten. Und auch in einem Wolfsrudel ist es absolut so, dass auch rangniedrigere Tiere sowohl zum Spielen als auch zum Kuscheln auffordern, die ranghöheren. Also jeder Wolfsforscher, der euch Wölfe in freier Natur beobachtet hat, wird euch das bestätigen, dass es definitiv nicht so ist, dass nur das ranghöhere Tier so etwas beginnt oder tut. Das ist totaler Blödsinn. Im Endeffekt ist es so, ich vergleiche es ja immer so gern mit Kindererziehung, wenn euer Kind ankommt und so sagt, hey Mami, hättest du jetzt Lust, vielleicht mit mir zu kuscheln oder ein Spiel zu spielen? Dann wägt ihr kurz ab, habe ich gerade Zeit und sagt, ja klar, komm mal her, kriegst einen Kussi oder nee, jetzt gerade nicht, aber in 5 Minuten komme ich dann rüber. Wenn euer Kind aber ankommt, ey Mutter, ich will jetzt mit dir spielen, hier ist das Spiel und wehe, du kommst jetzt nicht und auf geht's und lass das fallen, dann sagt ihr auch, sag mal, so bitte nicht, wir können ja immer noch respektvoll miteinander umgehen. Und so zeigen das auch Hunde untereinander, wenn ihr da mal so ein Rudel oder auch beim Spielen so ein bisschen beobachtet, tut der Hund nett und vorsichtig auffordern, dann spielt der andere Hund viel eher mit und ist viel eher bereit als andersrum. Genauso die gleiche Idee, was dann auch viele Hundetrainer sagen, hatten wir auch selber auch mal live erlebt. Da hat jemand die Rehwin gestreichelt, Rehwin legt sich da mal so schwupps hin und Bäuchlein streicheln und genießt das, das würde sie 3 Stunden genießen, da braucht ihr nie aufhören. Und dann sagt die Person so, so jetzt muss ich aber aufhören, weil ich muss das Streicheln beenden, nicht dass der Hund eher weggeht und das Streicheln beendet. Klar kann der Hund auch das Streicheln beenden, weil es gibt halt einfach total verkuschelte Hunde, wie die Rehwin immer. Und es gibt halt Hunde, die haben halt mal Bock und dann mal wieder eher nicht mehr oder ihnen ist es dann einfach zu viel und dann gehen sie. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass der Hund dann auf einmal ranghöher ist, nur weil er das Kuscheln beendet. Auch wieder total das Recht des Hundes. Er darf doch jederzeit weg. Stellt euch mal vor, ihr seid in einer Partnerschaft und der eine, der will jetzt gerade rumknutschen, der andere sagt so, jetzt ist es aber genug, ich brauche jetzt gerade wieder ein bisschen Abstand. Dann ist ja auch nicht der eine auf einmal irgendwie in der Partnerschaft ranghöher als der andere. Das ist auch nicht so. Also versucht es immer so ein bisschen zu sehen, wie ist das in der menschlichen Gemeinschaft? Wie kommt das für mich dann an? Wie fühle ich mich dabei? Und dann führt euch euren Hund rein und da ist es absolut das Gleiche. Auch wenn der Cooper jetzt so dasteht und einfach so vorsichtig guckt, ist das total lieb von ihm und absolut einfach nur so, hey, ich hätte jetzt voll Bock drauf, finde das voll cool, wenn du mich streichelst. Und wenn er jetzt weggehen würde, wäre das für mich absolut in Ordnung, weil er einfach keine Lust mehr hat. Wie seht ihr das? Habt ihr das auch schon mal gehört, dass euch ein Hundetrainer so etwas geraten hat, so nach dem Motto, nein, ihr müsst sagen, wann gestreichelt wird und wann Streicheln beendet werdet? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, was haltet ihr von der Idee? Habt ihr das schon mal ausprobiert, ob ihr dann irgendwie ranghöher seid, wenn ihr das Streicheln beginnt? Oder findet ihr das so wie wir auch ein bisschen sehr eigenartig? Schreibt es mal mit rein. Wenn ihr noch mehr so, sag ich mal, lustige Hundetrainer-Kommentare habt, wir gehen gerne mal darauf ein. Weil es gibt echt da draußen super geile Hundetrainer, die richtig cool sind, die Hunde verstehen und die euch echt helfen können bei Problemen. Und es gibt dann halt auch so manche,
die immer noch so feststecken in, weiß nicht, 1960er Jahren, wo das, wo das dann einfach noch auf dieses total krasse Alpha-Rudel-Führungs-Gedingsbums stecken geblieben ist. Also freue mich auf eure Kommentare. Wenn da Fragen sind, schreibt es einfach auch mit unten rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.